In Italien beginnt das neue Schuljahr im Post-Corona-Modus. Keine Maskenpflicht, kein Distanzunterricht, auch Covid-Tests sind Geschichte. Insgesamt waren die Regeln während der Hochphasen der Pandemie in kaum einem europäischen Land so streng wie in Italien. Nirgends blieben die Schulen Corona-bedingt so lang geschlossen wie hier. Jetzt ist wieder Leben in den Klassenzimmern, allerdings weniger als noch vor 2 Jahren. Die Zahl der SchülerInnen ist seither um 220.000 zurückgegangen, die der Klassen um 3.000, was vor allem an der sinkenden Geburtenrate liegt. Vergangenes Jahr erlebt das Land ein neues Rekordtief. Eine Italienerin hat im Schnitt nur noch 1,17 Kinder. Zum Vergleich, in Deutschland lag die Geburtenrate bei rund 1,6, weltweit bei gut 2,3 Kindern pro Frau. Italien ist damit Schlusslicht in Europa. Laut ExpertInnen sind die Wirtschaftskrise, die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen und die fehlenden Betreuungsmöglichkeiten Hauptgründe für die Geburtenkrise. Die aktuelle Preis- und Energiekrise dürfte den Trend noch verschärfen. Der italienische Verbraucherschutz schätzt, dass Schreibwaren um 7% teurer geworden sind. Auch die Heizkosten für Schulen haben sich vervielfacht. Das Bildungsministerium hat versprochen, alles zu tun, dass mit den steigenden Energiepreisen nicht die Qualität des Unterrichts sinkt.